Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily, ja, News kann man jetzt in dem Fall sagen. Ja, jetzt gab es neue Info, dass der Winter Royale kommt. Und so langsam aber sicher macht das Ganze ein klein wenig Sinn, was jetzt immerhin sofort gestern passiert ist. Er ist nämlich gestern schier durchgedreht. Also vorgestern war es eigentlich jetzt schon. Wenn das Video hochgeladen ist, ist es vorgestern. Weil er mit 29 von 30 Punkten ja, kaum noch ein Matchmaking gefunden hatte. Also eigentlich gar keins mehr. Ja, Leute, zieht euch das rein. Winter Royale. Also es wird ein neues Turnier geben. Das wird dieses Wochenende starten. Dieses Wochenende, merkt euch das wirklich vor, für die Leute, die jetzt echt Bock drauf haben und die weiterkommen wollen oder so, hier. Winter Royale. Und es geht diesmal um ein Cash Prize von 1 Million Dollar. 1 Million Dollar. Über das Ingame-Turnier. Also so wie das letzte Pop-Up Cup gewesen ist, so wird dieses Turnier hier auch sein. Ich wiederhole den Betrag. 1 Million Dollar. So, ist die erste offene Competition mit richtigen Preisgeldern in dem Spiel. Und die besten Spieler aus den einzelnen Regionen für Nordamerika und EU, also Asien oder so, ist jetzt gar nicht mit dabei, aber für Nordamerika und EU werden quasi rausgefiltert. Und diese Spieler werden dann im Winter Royal Final für ihre Region spielen. Ja? So, also, da sieht's folgendermaßen aus. Es gab jetzt diese Online-Turnier-Fixes. Im letzten Monat haben sie ja ihr Ingame-Turniersystem das erste Mal gestartet. Mit unserer Hilfe haben sie einige Fehler herausfiltern können, wobei das, was jetzt halt passiert ist, zuletzt, das war halt richtig Schrott, muss ich echt sagen. Epic Games, solltet ihr dieses Video hier sehen. Ja, sorry, aber wir werden auch dazu nochmal passend ein Video hochladen. Fixt das umgehend, weil es kann nicht sein, dass man 1,5 Stunden. Hier wird gesprochen, es kann sein, dass man, wenn man, also mit dem 6.3 Update, haben die es wohl gefixt oder beziehungsweise so programmiert, dass du eben nur mit gleich starken Spielern reinkommst. Das heißt also mit Leuten, die ein gleiches Level haben. Ja, es kann nicht sein, dass wenn du dann plötzlich irgendwo über 20 Punkten bist, keine Ahnung, bei 25, 26 Punkten, dass du keine Gegner mehr findest, dass du 1 Stunde warten musst, bis du ein Match findest. Hier wird gesprochen von, ja, please note that players with many points may have to wait more than 5 minutes to find a suitable match. Über 1 Stunde. Epic Games. More than 1 hour we waited for a match. Not just 5 minutes. More than 1 hour. Sie sind immer noch dabei, um herauszufinden, wie man das am besten machen kann. Also, sorry, Epic Games. We want to upload. Yeah. Pending Video. We were waiting unbelievable long for joining or finding a match. Was crazy. This is not normal. So you have to do something about this. It can't be possible that just to get the same strong opponents that you have to wait around 1 hour. 5 minutes is okay. 7 minutes, okay, 8 minutes, okay, but not half an hour, 40 minutes, 50 minutes, 1 hour, what the hell? This is not normal, sorry. Yeah.
So, we also fixed a few issues around incorrect points, totals showing up post-match. Ja, da gab es mal zwischendrin, gab es auch mal Fehlanzeigen, was die Punkte anbelangt. Das hatten wir auch schon erlebt, ja. So, Pop-up Cups. You start to notice different Pop-up Cups within the Events tab. Also es gab verschiedene Pop-up Cups, hatten wir ja gehabt, und die, da gab es verschiedene, Spiel-Settings, wenn du so willst, Einstellungen, Match-Einstellungen. Ja. Also die Regeln und das Gameplay werden sich über die Zeit ändern. So, und dann haben wir hier steht es auch nochmal, 1 Million Dollar Winter Royale Open Fortnite Competition. So, und dieses Online-Turniersystem wird benutzen. Ich habe es schon fast vermutet, deswegen habe ich zum Herrn sofort mehrfach gesagt, mach damit, versuch dein Bestes. Weil ich würde es nicht anders machen, wenn ich Epic Games wäre. Ich würde versuchen, für die World Tournaments tatsächlich die besten Spieler eben hier rauszusuchen aus diesen Online-Events, ja. Mir war das irgendwie vollkommen klar gewesen, dass das passiert. Und genau so steht es hier jetzt auch. Also, sie werden sich hier aus diesen Cups, werden sie sich, der später noch in diesem Monat kommt, da geht es dann um das World Cup Qualification. Ja, so. Winter Royale, also der Test, die Test-Events werden in zwei Teilen sein, einmal Winter Royale Qualifiers und Winter Royale Finals. Mit einem insgesamten Preisgeld von 1 Million, die man da rausholen kann. Also es wird auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten geben für jeden, um es zu versuchen und ein möglichst hohes Endergebnis zu bekommen. Das höchste Ergebnis, das du bekommst, ist dasjenige, das dann zählt. Also solltest du wirklich versuchen, alles zu geben. Ja. Also die Spieleinstellungen oder die Match-Einstellungen werden ähnlich oder werden vergleichbar sein mit diesem Pop-Up-Cup, der zuletzt gewesen ist. Die besten Spieler jeder Region werden eben herausgefiltert und dann werden die zu dem Winter-Royal-Finale ihrer Region eingeladen. Dieses Turnier ist nur für Nordamerika und die EU. Und sie planen auch andere Regionen dann irgendwann in der Zukunft mal mit hinzuzubekommen. So. Winter Royale Qualifier Open am 24.11. bis 25.11. Winter Royale Finale 30.11. bis 1.12. Für Nordamerika ist es dann 11.12. bis 12.12. So, und dann wünschen sie uns allen viel Glück. Also Leute, das ist doch mal eine Hammer-Knüller-Meldung, oder? Wer hätte das gedacht? Jetzt geht es ans Eingemachte. 1 Million Dollar Preisgeld! Unglaublich! Ich bin total geflasht und ich bin mal gespannt. Ich werde den Herrn sofort, den werde ich morgen gleich mal darauf ansprechen, dass er das sieht hier, weil das ist der Oberbringer. Und lass uns doch mal schauen, wie die Sache dann diesmal aussieht. Ja, er hat auch eine Stunde später angefangen, muss man sagen. Also diese 30 Punkte hätte er, wenn er ganz von Anfang an mitgemacht hätte, mit Sicherheit geschafft. Er hat eine Stunde später angefangen.
kam dann auf 29 Punkte und das war eine Katastrophe. Also wie gesagt, diesen letzten Punkt zu bekommen, war nicht das Problem in einem Match, sondern eben erstmal ein Match zu finden, in ein Match reinzukommen. Ja, dann schauen wir mal, was der sofort erreichen kann. So, dann gibt es eine weitere News hier noch, die will ich euch nicht vorenthalten. Da wird er sich auf jeden Fall auch freuen, weil er ist ja ein absoluter Pump Gun Fan, Double Pump Mega Monster Fan, aber Double Pump gibt es ja schon lange nicht mehr. Ich erschrecke jedes Mal am Anfang eines Matches oder eines Spieltages, wenn ich zwei Schüsse höre und er dann, ich frage ihn dann, hast du Gegner? Und dann sagt er, nee, ich probiere wieder, ob sie Double Pump wieder eingeführt haben. Er hofft immer noch drauf, dass das irgendwann kommt, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Aber auch wenn es keinen Double Pump momentan gibt, ist auf jeden Fall Folgendes der Fall. Die Pumpguns oder Shotguns werden jetzt in der 631 nochmal gebufft. Ja. Und da gibt es einen Patch. Und da wollen sie auf jeden Fall das nochmal in Balance reinbringen. Also zum einen wird der Schaden wieder erhöht. Ja. Auf jeden Fall auf nahe Distanz. Und die Range wird leicht dann herabgesetzt. Und dann haben wir ein Minimum Damage von 3 Schrotkugeln. Also, wem es noch nicht wirklich aufgefallen ist, ihr seht ja, wenn ihr mit dem Ding trefft, dann habt ihr ja diese weißen Pünktchen da. Sind die Schrotkugeln und je mehr davon rot sind, desto mehr habt ihr getroffen. Ja, am besten ist alles rot. So, und es kam halt in letzter Zeit des Öfteren vor und da ist der Herr sofort auch schier ausgeflippt. Ich habe das auch schon gehabt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, ja. Deswegen bin ich dann lieber auf die Shotgun umgestiegen, ja, weil da habe ich wenigstens mehrere Möglichkeiten dann zu treffen als mit der Pump. Kann doch nicht sein, dass du mit einer Pump auf nahe Distanz nur 7 Schaden machst oder sowas. Und das, weil nur eine einzige Schrotkugel trifft. Das heißt also, es wird jetzt in Zukunft mindestens 21 Schaden geben. Das ist jetzt nicht viel, aber immerhin 21. Und diese 7 Damage-Dinger wird es nicht mehr geben. Ja, also das ist schon mal positiv. Da macht das Pump-Spielen dann auch gleich wieder ein bisschen mehr Spaß. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig, riesig, riesig über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und abonniert den Kanal und läutet die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben sollt, und schreibt natürlich was in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen. Also, macht's gut. Schreibt mal rein. Habt ihr Bock drauf auf dieses Turnier? Werdet ihr dran teilnehmen? Und ich bin gespannt. Und welche Chancen gebt ihr dem Herrn sofort? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.